Der SC Freiburg zu Gast beim VfL Wolfsburg. Im Viertelfinale des DFB-Pokal wartet auf die Breisgauer eine extrem schwere Aufgabe. Aber chancenlos sehen sie sich in Freiburg nicht. Ich glaube, das ist natürlich auf den ersten Blick ein sehr schweres Auswärtsspiel, ist, was wir haben. Aber wir können es als absolutes Bonusspiel sehen. Und so werden wir auch das Spiel angehen, dass wir befreit aufspielen werden und ja, vielleicht mit ein bisschen Glück in ein paar Situationen in Führung gehen können. Und ich denke, dann wird alles offen sein. Selbstbewusst tritt der Sportclub die Reise nach Wolfsburg an. Die letzten beiden Partien konnte das Team von Christian Streich in der Bundesliga gewinnen und sich dadurch ein wenig von den Abstiegsplätzen entfernen. Allerdings wurde Freiburg in Wolfsburg zuletzt mit 0:3 abgefertigt, so dass der Respekt vor dem Tabellenzweiten vorhanden und groß ist. Sie haben einen riesen Lauf. Wie gesagt, bei Ihnen stimmt alles zu Hause, verlieren Sie keine Spiele und das ist schon ja, eine große Aufgabe für uns, aber im Pokal ist alles möglich und das versuchen wir dann auch zu nützen. Das Team von Dieter Hecking ist der klare Favorit vor dem Spiel. Dennoch weiß der Wölfe-Coach natürlich, dass der Pokal seine ganz eigenen Gesetze schreibt. Ich weiß noch nicht so wirklich, was uns erwartet. Ja, ich denke, dass der Gegner natürlich durch die beiden Heimsiege und auch durch das Weiterkommen im DFB-Pokal natürlich doch mehr Selbstvertrauen haben wird als beim Spiel vor, wann haben wir gespielt, vor 2-3 Wochen gegen sie. Ja, das erwarte ich schon, dass die Mannschaft, denke ich, ein bisschen anderes Auftreten nochmal hat durch die beiden Siege. Doch trotz des Aufwinds im Breisgau, die Rollen vor dem Spiel sind eindeutig und klar verteilt. Oder wie Wolfsburgs Manager Klaus Allofs es formuliert. Wenn man die Dinge nicht gut macht, dann kann es schwer werden. Machen wir alles richtig, ja, dann werden wir dieses Spiel, denke ich, gewinnen.